bin ich wieder. Überquere die zerstörte Brücke. Ich bin jetzt einige Zeit nicht über, wurde schon, denke ich, fest, dazu gekommen zu zocken, weil ich gedreht habe. Ich habe ein ganz schönes, aufwendiges Video gedreht, die letzten 4 Tage oder so. Tja, und nun? Halt. Tja, da hänge ich jetzt. Kommt doch nie rauf. Tja. Gut. Versuchen wir es weiter. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Oh Gott, und die Ausdauer geht auch mal so schnell runter. Na, ich glaube nicht, dass das reichen wird. 5 Pilze habe ich nur. Was meint ihr? Ich esse mal einen. Hat der nicht so viel gebracht? Was? So wenig kriege ich nur für einen Pilz? Das ist ja nicht fair. Guck doch mal. Oh. Whoa! I'm coming to help! Hold on! Achso, es waren gar nicht wir. Ich dachte, ich schreie schon wieder. Warte, if only Legidon was here. He's the famous hero, not me. What am I going to do? Put the fiends of Tartaros to sleep with storytelling? Tja, jetzt wird schon was einfallen. Aber erstmal brauchen wir wieder ein bisschen Versorgung, Verpflegung. Ach, das war die Nummer, genau. Aha, hab ich euch. Ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Die Sachen dann auch zu erwischen. Aha. Na gut, wir gehen mal in diese Richtung und hauen ein paar Pixel kaputt. Ein Apfel. Sehr gut. Das ist ja für mein Leben. Das ist aber nicht für die Ausdauer. Also, ich bin jetzt kein Riesenfan von dieser Sicht. Gibt es ja noch irgendwas Schickeres irgendwann. Oder ich muss mich einfach dran gewöhnen. Auch das mag sein. Wie weit ist denn diese Truhe zum Beispiel? Okay, die ist irgendwie auf der anderen Seite. So, weil es gibt ja dann doch recht viel hier zu entdecken. Und ich kann ja jetzt nicht alles jedes Mal markieren. Guck mal, ein Pilz. Den wollte ich. Bevor ich auch nur einen Schritt tue. Versteckt ihr? Ein Schwein! Kann ich schon irgendwas? Wie war denn das? Wartet mal. Da. Wie war denn das? Kann ich schon irgendwas? Ich habe noch gar keinen Bogen, wa? Nö. Kann das sein? Hallo, Schweinis. Mit euch. Ihr kleinen Schweinis. Ich gehe mal hier ein paar Pilze sammeln. Das nützt ja nichts. Wir brauchen ein bisschen Vorrat. Ich mir schon angucke, wie meine Ausdauer hier schon wieder verschwindet. Also ich kann nicht die Wand schneller hochspringen. Offensichtlich.
Hey, hier muss ich eh hin. Praktisch. Kann ich diese Steine hochheben? Was ist denn das? Hä? Hat sie gerade diesen Stein? Guck mal, sie schiebt den. Okay. Also hier ist doch offensichtlich etwas. Und da oben funkelt auch was. Ich weiß, wir werden im Leben nicht dazu kommen, die Story zu spielen. Das ist eine Schildkröte. Jetzt guck doch mal. Wie cool ist das denn? Ja, ich weiß, ich wollte straight die Story spielen, aber es geht jetzt halt nicht. Rette den Fremden. Ja, der muss jetzt noch ein bisschen warten. Wir müssen jetzt hier ganz dringend mal hochklettern. Ich will das, was da glitzert. Nein! Oh nein, ich komme nicht weiter. Oh nein. Och nö. Was ist das? Wir werden niemals die Story spielen können. Also ohne Ausdauerpilze ist es aber ganz schön trist, die Aussicht hier. Wie jetzt? Jetzt bekomme ich nicht mal was dafür. Aber es ist ein schönes Bild, ne? Was kann ich damit machen? Verstehe. Kaputt kann ich es machen. Naja. Ups. Ups. Tja, meine Geschichte ist beendet. Fies. Ja, das, okay. Ich kann also nicht überall runterspringen. Schade, wo ich gerade Reichtum erworben hatte. Blöd. Liebe Zeus-Sprüche da unter. Das ist ein bisschen wie von meinem Vater. Der ist auch so, oh, guck mal. Ganz normal. Hey. Lauter Begeisterung in den Abgrund gesprungen. Und wenn ich jetzt fliege, also wenn ich jetzt die Flügel benutze, kann ich nicht. Okay, aber diesmal habe ich es überlebt. Ah, ich kann also nur einmal die Flügel benutzen. Dann muss ich das direkt machen, bevor ich aufkomme. Okay, kann ich mir merken. Was ist das? Nichts. Was habe ich gemacht? Was passiert? Wenn ich schon irgendwas könnte, könnte ich bestimmt diese Dinger bewegen. Aber ich kann noch nichts. Markierung setzen. Nein, ich kann nicht. Ich kann noch gar nichts. Ich kann es nicht hochnehmen. Okay, das ist wahrscheinlich einfach noch nicht machbar. Für mich Knirps. Und dann könnte ich nämlich diese Dinger da drauf schubsen und wahrscheinlich muss man beides gleichzeitig beschweren, damit das Tor hier aufgeht. Ja, schön. Also in der Theorie haben wir es gelöst. Wir können es nur noch nicht umsetzen. Guck mal, ein Stein. Den schieben. Yes. Ich schieb den jetzt einfach so. Nur weil ich es kann.
Ja, okay, so richtig kann ich es nicht. Okay. So, ich mache jetzt mit der Story weiter. Freut ihr euch? So, wer hat denn da um Hilfe gerufen? Ich weiß, dieser kleine Seitenausflug sollte uns eigentlich Vorräte verschaffen. Stattdessen habe ich sie alle aufgebraucht. Ich verstehe die Ironie. Ja, da oben ist ein Pilz. Das nützt uns nur nichts. Im Ziel. Nein, jetzt geht's wieder. So, was haben wir denn da? Das Gute ist, dass man immer gleich 10 Stück oder so bekommt. Das ist mein Ambrosia. Hat er den Fremden, der um Hilfe rief, ja. Die wachsen nach. Natürlich sehr schick. Wo ist denn der Fremde, der um Hilfe rief? Und was kann ich hier noch tun? Ich alles entdecke. Ganz schön viele Gewölbe hat der Tartarus hier rumliegen. Ne, kriege ich noch nicht. So, es wird Nacht. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Diese siloartigen Dinger, die erinnern mich doch auch stark an Odyssee. Die konnte ich doch abfackeln damals. Niedlich, guck mal, ein Schaf. So. Sang- und klanglos kegelt es mich in eine Sequenz. Gorgon? They're real. Ah, es ist was, niedlich. What's that glimmering? Okay. Aber ich will die Schnecke gar nicht kaputt machen. Na gut, machen wir die Schnecke kaputt. Niedlich. Es hat sich gekratzt. So. Jetzt habe ich die Schnecke kaputt gemacht. Handschuh. Oder so. These bracers! I've seen them in drawings! They can't be! Ah, but they were! Heracles, mightiest of mortals, slayer of beasts, defied Hera, and accomplished the impossible wearing those bracers. And now, they belong to Phoenix. Through dumb luck! Tip!
someone who's armed instead. Oder nicht, oder nicht. Phoenix, ey, echt jetzt? Ja, ja genau. So, Phoenix, after boldly besting the Gorgon that ambushed Heracles. What are you doing there? That thing with your voice? Heracles? Yeah, that! That is how it's supposed to be pronounced. Seems like a lot of work, but it's your funeral. Except I can't die. Don't remind me. Ich kann jetzt Steine aufheben. I feel like I could lift the mountain. So, werfen R2 aufgeladener Wurf, halten. Hades alive! You two, get a room! Okay, ich hatte keine Ausdauer mehr. Voll gut. So. Ach so, wir sollen ihm folgen. Sagt es doch jemand. Ich war hier noch so am Umgucken. Umguckmodus. Also jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine kleine Fähigkeit. Das ist gut. Und jetzt haue ich erstmal die da unten kaputt. Mano, falscher Knopf. Das ist was Blödes. Sachen aufheben und werfen. Ich kann offensichtlich auch ein großes Rum und Schlag machen. Einfach draufhauen. Genau. So. Wo ist er denn hin? Der Fremde. Er wird doch... Ach, guck mal, jetzt kann ich Sachen hochheben. Jetzt kann ich das tun. Zack. Patsch. Was ich tun wollte. Ihr wisst schon. Ich kann doch einen Doppelsprung machen. So, ihr Hippies. Ich kann auch sowas machen. Guckt. Achso, nein. Das. So, sehr gut. Dann stellen wir es jetzt hier hin. Und holen uns das da. Wieso geht es nicht? Hallo? Wieso kann ich das jetzt nicht? Doch, geht doch. Aber es wird nicht jedes Mal angezeigt, verstehe. Seht ihr? So habe ich mir das vorgestellt. Warum eigentlich? Was haben wir mit dem Typ am Hut, sag mal? Eieieiei. Tja, folge dem fliehenden Mann in die Insel, zu der Insel, die wie eine Schildkröte aussieht. Was haben wir gemacht? Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier in den Abgrund springe, speichere ich mal eben und dann hole ich euch im nächsten Let's Play wieder ab. Ich freue mich auf euch.